Moin zusammen, wie ihr seht, sind wir im Grafton Farmhouse. Mein OBS hatte vorhin wieder ein bisschen Probleme gemacht. Und ja, der Breaker läuft schon. Okay, wir können weiter. Ich habe alles eingestellt. Leider hat OBS wieder mal rumgesponnen. Deshalb hüpfen wir einfach direkt hier rein. Wir sind auch noch am Anfang der Runde. Also ihr habt nichts verpasst. Oh, und mein Audio ist wieder leiser. Leider noch keine Spur vom Geist. Das der Knochen hat. Dieses scheiß Handtuch da hinten sieht immer aus wie der Knochen. Where are you? Give us a sign. Are you here? Schade, kein Versteck hier. Hier haben wir ein Versteck, aber keinen Knochen. Das komische Ohrenmann, die Tür auf wirklich schon an. Es merkt. Ja, das war ich vorhin, weil ich dachte, der Breaker wäre da. Weil ich habe den auf der Map nicht gesehen, deshalb dachte ich, der ist oben. Und dann war er doch nicht oben, weil der einfach wieder mal so sneaky da auf der Map war. Was ist denn der Knochen? Ich finde irgendwie diesen scheiß Knochen nicht. Keine Ahnung. Ich konzentriere mich jetzt mal auf den Geist, den zu finden. Ist mir zu blöd mit dem Knochen. Ich habe da keine Lust mehr zu. Okay. Okay, der ist hier unten wahrscheinlich im Foyer oder im Wohnzimmer, die Ecke. Mal schauen. Das ist das Foyer. Er hat mir auf jeden Fall direkt reingeflüstert. Das heißt, er ist hier in dem Bereich. Okay, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, gut. Und I have the ghost. Yep, der ist im Wohnzimmer. Wohnzimmergeist, okay. Wohnzimmer ist ein sehr großer Raum. Wir haben zum Glück einen Versteck dort. Warum ist meine FPS wieder so scheiße? So, das und das. Packen wir schon mal einen hierher. Hat aber auch keinen Mucks von sich gegeben hier. Boah, PC, mir reicht es gleich, ey. Wisst ihr, das nervt so, wenn der Lüfter sich so die ganze Zeit, wenn ihr ihn hört, so, dann geht er immer wieder hoch und runter und stellt sich immer an. Ich stelle ihn gleich auf volle Pulle durchgehen, dann muss ich es mir nicht mehr anhören. Dieses Hin und Her. So, okay. Schauen wir mal, haben wir einen Orb hier? Ich sehe keinen Orb. Nehmen wir den mal für die Türen hier, falls das ein Jury ist. So. Warst du dabei hier? Ja, ich meine, das da, das beantwortet das bestimmt. Der Geist hat die Frage schon für dich beantwortet. Echt, er hat gedacht, dafür diese blöde Frage. Der werde ich zeigen, wo ich bin. Okay, ich habe da vorne jetzt die Türen alle mit Absicht aufgemacht. Dann können wir so nach Jurei schauen. Bringen wir noch eine Kamera rein. Einen Dots brauchen wir. Warte mal, einen Dots tun wir aber hier hin für den Ghost Highway für später. Ah, noch eine Fotokamera, noch eine Videokamera und ein Dots kommt mitten in den Geisterraum. Flicke die Flacker. Ich sehe immer noch keinen Orbi. Machen wir die Tür mal mit auf. So. Versuchen wir so zentral wie möglich zu legen, den Dots. Und
Und hier ist noch das Kruzi, da legen wir auch die Kamera daneben. So, dann würde ich mal sagen, Versteckchen vorbereiten. Ach Mist, ich bin blöd, ich hätte den Dotz an die Treppe tun müssen. Damit wir ihn dann kommen sehen, wenn er nachher hier hochkommt. Ist ein Event, mach ein Foto, da steht er. Da hinten steht er. Geh nicht zu nah ran. Okay, es ist kein Phantom. Ich wollte gerade Foto machen. Was kurz vorher? Ach Mist, das ist nur ein 2 Sterne geworden, weil ich nicht zu nah rangehen wollte. Es ist so blöd, wenn man zu nah rangeht. Die spawnen die und sind weg. Und dann könnt ihr gar kein Foto machen. Und wenn ihr nicht nah genug dran seid, bekommt ihr nur einen scheiß 2 Sterne. Ja. Ist immer das Gleiche. Okay, so. Machen wir das einmal hier hin als Licht. Jetzt aber auf den Fersen, das sag ich dir. Du bist ja keine Arschgeeks. Verstecke. Also, ja. Ist schwer, die hier richtig hinzulegen. Okay, so, wir haben einen Smudgy. Hier liegt auch noch einer. Oh, warum kommt der Geist hierher? Der Geist war gerade hier. Where are you? Are you here? Are you close? Jetzt ist mein Audio wieder kaputt, weil mein scheiß OBS vorhin wieder gesponnen hat. Der wirft aber fleißig. Where are you? Are you here? Are you close? Oh mein Gott, der ist hier und wirft voll die Sachen hier. Was macht er denn hier bei mir? Jetzt geht er wohl wieder zurück. Bist du etwa ein Banshee? Warte mal, ich brauche mal noch einen Sensor. Ich muss mal was testen. Wo ist denn der? Einer ist da. 2, 3. Ich tue mal den hier weg. Ich brauche den. Also wir haben Spirit Box als Beweis. Ach Quatsch. Oh, Hand, Hand. Lauf, lauf, lauf hier die Treppe hoch. Oh Gott, ist sie schnell. Ich smudge. Lauf. Es ist ein Diochen. Nicht verstecken. Komm hier rüber. Scheiße, jetzt kann ich die hier im Dunkeln kiten, ha? Es ist ein Diochenmist! Oh mein Gott, eine Diochen-Omi! Oh mein Gott! Oh mein Gott, gut, dass ich die Loop-Punkte hier kenne und dass das Licht hier an war! Ich dachte zuerst, das wäre irgendwas Schnelles, was Wavy-artiges oder Thay-artiges. Und dann fiel mir ein, Moment mal, es ist bestimmt der Ochen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Also die hat echt einen reifen Job geleistet, uns ordentlich hier zu erschrecken. Wo bist du denn gewesen? Ich bin Treppe runtergerannt. Ich bin dran und bin im großen Zimmer. Ich habe ja Watch da kalten, nee, so durchs Zimmer. Ja, mach mal da hinten das Licht an, wenn du die da kalten willst. Ich habe die oben im Lagerraum gekaltet. Zum Glück ist die mir gefolgt. Echt, ey, das wäre schon wieder tot gewesen. Welche Footsteps hast du hier schon fotografiert? Moment, ich komme, warte. Ich glaube alle, ne? Warte. Hallo. Das Foto? Ja. Ich habe schon alle fotografiert, bis auf die 3 letzten. Ja, ja, hier in die 2 ist die gerade reingelatscht. Dann mache ich Fotos von denen. Genau. Okay, ich schnapp dir eine Taschenlampe, falls sie nochmal handelt. Du kannst die hier durch dieses Plus hier unten kiten, oder was ist das? Das ist ein T. Diese Wände sind wie ein T angeordnet. Nimm dir hier die Taschenlampe. Ich habe da oben auch noch eine. Musst du mal gucken. Ich habe aber vorhin ganz am Anfang ein Whisper von ihr bekommen, also müsste das erledigt sein. Scheiße, ich muss da hinten das blöde Radio ausmachen. Ich hoffe, sie hantet jetzt nicht.
Wenn die jetzt hantet, ey, hier bin ich in der Sackgasse. Ich weiß nicht, ob man die hier in dem Raum suchen kann, weil der Raum hier ist schon ziemlich groß, weil man hier in der... sie hantet, glaube ich, oder? Sie hantet! Ghosty? Hier! Komm hier! Lauf zum Esszimmer, nicht zu mir! Lauf zum Esszimmer! Ich smudge! Komm hierher! Hierher, hierher! Ja, da kommt sie. Hier so jetzt wieder durch die Tür in die Küche. Und dann hier in die Küche um die Theke. Ja, siehst du, du kannst nämlich hier durch diese Türen so laufen. Hättest nicht zu mir kommen dürfen, weil ich hab, ich war in der Sackgasse. Ach, da ist sie ja. Hallo. Da steht sie. Ja, die Ochen sind cool. Ich musste das nur vorhin erstmal checken, dass das ein Deochen ist. Ich dachte zuerst, sie wäre irgendwie ein Welf oder ein Thay oder sowas. Hier, guck mal, falls du hier oben sein solltest. Wenn das ein Deochen ist und du merkst erst hier, dass das ein Deochen ist, dann kannst du auch hier reinlaufen. Hier hinten in diesen Lagerraum. Und hier kannst du die nämlich auch noch kiten. Hier, um diese Sachen hier rum. Hier habe ich die vorhin rumgekaltet. Hier um diese... um das Zeug hier, um das Werkzeug hier so rum. Also, ich bin auch sehr fein und bleibe hier. Falls du mal hier oben sein solltest und sie handelt, kannst du sie da einmal rumkalten und dann kannst du hier runter. Da kannst du wieder rauslaufen und kannst runterrennen. Mhm. Obwohl, wir rennen ja nicht in unserem Schwierigkeitsgrad. Wir latschen ja nur hier rum. Ja, wir haben ja jetzt alles. Wir können ja alles fahren, ne? Oh, das Kruzi. Ach schade, hätten wir ein Foto machen können. Sag mal! Da steht die Madame in Shadowform an der Heizung. Ja, weißt du, das mal zum Thema Banshees machen viele Singing Ghost Events, ne? Die Ochens machen das auch gern. Lustig. Wir haben ja eigentlich alles. Können wir fahren, oder? Ja, ich will noch eine Ehrenrunde mit ihr machen. Ach ja, hier um das Sofa kannst du sie auch so rumkiten, ne? Das ist ein Event, alles okay. Hallo, da kommt sie. Also Leute, was... okay, sie irgendwie frisst sie jetzt gerade die ganzen Kruzis auf. Beim Deochner ist wichtig, ihr müsst... wenn ihr in einer Sackgasse seid, habt immer einen Smudgy dabei. Und damit ihr raus könnt und merkt euch solche Punkte wie das Sofa oder da oben das Gerümpel oder hier die Küchenzeile oder hier durch diese Türen, wo ihr den Deochen locker durchkalten könnt. Merkt euch solche Punkte. So, ich tue die mal weg, weil sonst frisst die noch alle gleich auf. Ach ja, Deochen sind auch sehr roamy, also seid vorsichtig. Deshalb habe ich mir jetzt auch mal die Kruzis hier hingelegt, dann kann sie zumindest nicht direkt auf meiner Fräse handeln. So. Ach, jetzt hockt sie im Schaukelstuhl, die liebe Omi. Finde ich cool, dass sie das hinzugefügt haben. Damals in der Originalversion dachte ich so, ach, das wäre cool. Das wäre cool, wenn die Geister da in dem Schaukelstuhl was machen können. Und sie haben es wirklich hinzugefügt, als ich irgendwann wieder anfing, das zu spielen. Ja, die wird schon gleich wieder irgendwann anfangen. Na komm, Omi. Oh, nein, das ist der Breaker. Der ist in der Sackgasse. So, Leute, das ist jetzt ein Bait. Die wird anfangen zu handeln jetzt. Ich habe eine. Passt auf jetzt. Ich bin in der Sackgasse. Jetzt bin ich nicht mehr in der Sackgasse. Oh, sie hockt wieder im Schaukelstuhl. Es geht los. Tschüssi. Hallo, Deochen. Ach ja, hier um den Tisch könnt ihr sie auch umkalten. Guckt so. Müsst nur aufpassen, dass die keinen Double Back machen bei so kleinen Objekten. Deshalb nehme ich lieber immer große Objekte. Ja, guck, dann kann man hier so rum. Hier auch auf Double Back aufpassen. Dann könnt ihr hier durch. Könnte theoretisch ums Sofa noch kalten. Und das war's.
eine kleine Ehrenrunde noch mit einem Deochen. Muss einfach sein. So, und dann fahren wir jetzt nach Hause und kassieren unser Sümmchen. War lustig für dich, ne? Ja, mit Deochen spiele ich immer gerne. Es ist lustig, die zu lupen. Das erinnert an die guten alten Zeiten, wo man die Geister noch lupen konnte und kiten konnte. Ja, aber ich bin lieber raus, der Herr kriegt den Schnorren ein. Das ist ja immer so, weißt du? Deswegen. Ich finde, die Deochen sind in der Schule am coolsten, weil du da wirklich diese langen Gänge hast, wo du die schönen Langkeiten kannst, wie letztens, als wir da Basketball gespielt haben mit dem Deochen. Ja, stimmt. Hast du die Deochen eingetragen? Das ist unten der in der Mitte. Ja, habe ich. Okay, dann fahren wir. Also wir haben den Geist. Leider habe ich das eine Geisterfoto versaut. Ich hätte den Deochen auch während des Hans fotografieren können. Aber zu der Zeit wussten wir ja noch nicht, dass Peggy ein Deochen ist. Hm. Ja. Welcome back. There's some jobs ready for you. Und ja, leider kein Perfect Game. Ein paar Dailies haben wir immerhin noch gemacht. Oh, ich habe ihr vergessen zu sagen, dass sie Items kaufen muss. Werde ich ihr gleich noch sagen. So, und ja. Das sind die Stats zu dem Durchlauf. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.